Hallo, hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Plays Bug Fables. Ah, hallo. Hey, willkommen bei Crispies! Übrigens, ne, super Wortwitz, haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber Crispies! Ihr seid die feinen Käfer, die meine Anfrage angenommen haben, oder? Wie läuft's? Wir werden dir beim Training helfen. Okay, ich habe da diese Idee für ein Gericht. Ich brauche eine Kartoffel. Dann kann ich etwas richtig Leckeres zubereiten. Denke ich. Ist das nicht theoretisch eine Kartoffel? Ja, das ist perfekt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Wünsche mir Glück. Oh, wow. Mein Mehl war das Tüpfelchen auf dem I. Kostet mal. Ein Knollenbrot. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um Brot aus Süßkartoffeln. Stellt beim verbündeten 8 KP wieder her. Wie sieht es aus? Ganz ehrlich, ziemlich gut. Fantastisch. Ich bin bereit, die Herausforderung ein wenig zu steigern. Wirklich nur ein wenig. Schauen wir mal. Bringt mir eine saftige Beere und ich werde versuchen, etwas super Leckeres daraus zuzubereiten. Eine saftige Beere. Hatte ich nicht vorhin mal eine Beere gekauft? Nee. Okay, eine Beere, ha. Huh? Das ist eine Drängelbeere. Wissenschaftler sagen, dass sie eigentlich eine Bohne ist. Interessiert aber keinen. Ha. Sehr gut, sowas, sehr gut. Oh, kann ich hier Waffen kaufen? What the? Verfluchte Banditen, ich werde ihnen nie verzeihen, was sie hier angetan haben. Wenn ihr auf welche trefft, zeigt keine Gnade. Ihr angetan? Wem? Ich kann die Schmiede nicht einfach unbeaufsichtigt lassen. Woher bekomme ich nun mein Erz? Tja, keine Ahnung. Das ist nicht mein Problem, weil du keine Quests gemacht hast. Oh, schau dir meinen Meckergreifer an. Schick, nicht wahr? Eine neue Grenze der Waffentechnik wartet auf uns bei meinem Greifer. Achso, du hast normalerweise ein Stummelchen, Ärmchen, Dingenteil und das da ein Greifer dran gemacht. Okay, ja, cool. Wird gerade renoviert, kommen sie bald wieder. Gut. Dann wird Zeit, glaube ich zumindest, um in den... Oder? Ich meine, wir haben noch ein paar... Wir haben ein paar Quests offen, aber ich muss in den... Und wir haben noch mehr Stadt. Ich muss so langsam mal in den Bienenstock, damit wir den zumindest mal gesehen haben, ne? Oder war ich hier schon mal drin? Nein. Einmal reingehen, ein bisschen umgucken. Ich meine, gut, beim letzten Mal mussten wir uns auch kartentechnisch prügeln. Da blieb nicht ganz so viel... Ah, hallo. Die Musikante... Was ist sie überhaupt? Schmetterling? Motte? Wenn ihr diesen Weg weitergeht, werdet ihr die goldene Siedlung erreichen. Passt nur auf die Monster auf, denen ihr auf dem Weg begegnen könntet. Echt? Ich komme hier, ich gehe hier lang und dann komme ich zur goldenen Siedlung? Saftige Beere, ey. Wir zahlen. Wie seid denn ihr hier hingekommen? Moment mal. Bin immer noch nicht geheilt, aber... Ich bin nicht ganz sicher, wie sie da hingekommen sind, aber... Naja. Ich erlaube es ihnen. Sie dürfen da sein. Immerhin haben sie mir eine saftige Beere gegeben. Gut, hat mich auch wieder 10 Beeren gekostet. Aber ich verwandle das Ganze ja in irgendwas anderes Essbares, also insofern. Na, hey, ihr seid es. Also habt ihr euch entschieden? 25 Beeren. Das ist doch mal was. Diese Beeren schmecken nicht mal gut. Wir hätten nicht gedacht, dass ihr Geschmack das einzig seltsame hier wäre. Hey, ich tue euch einen Gefallen, okay? Nehmt euch einfach zurück und schaut zu. Ist ja okay. Ich meine, ist schon krasse Action. Ich wünschte, ich hätte eine Spitzhacke. Puh, alles erledigt, danke euch allen. Wir stehen einmal mehr in deiner Schuld, Diana. Vielen Dank. Nun, ich bin aber weg. Wir sehen uns ein andermal, Leute. Bye, bye. Gut, haben wir das auch erledigt. Dann kann ich jetzt... Und ja, ne? Da sage ich noch immer, wird das nie benutzt. Was für ein nutzloser Move. Bla, bla, bla. Und auf einmal bin ich nur am Rennen damit, aber... Wir werden dir helfen. Hier ist eine saftige Beere. Ja, das ist perfekt. Ich bin so froh, dass ich recht hatte. Der wahre Geschmack der saftigen Beere kommt erst richtig durchs Backen zum Vorschein.
eine saftige Servierplatte. Diese saftige Platte ist ideal, um sie an einem sonnigen Tag zu teilen. Stellt für die Gruppe während 2 Runden 2 KP wieder her. Ich werde so viel besser. Na gut, ich kann es endlich versuchen. Das verbotene Rezept. Verboten? Zuerst brauche ich eine scharfe Bombe, um dem Gericht ein richtig schönes Wumms zu geben. Eine Bombe? Dann werde ich es mit einem grauen Honig backen. Ich bin so aufgeregt. Warte, ein grauen Honig? Das plus eine Bombe, bist du dir sicher? Wir sind neugierig, aber an erster Stelle besorgt. Es ist wirklich riskant, aber die Legende sagt, dass es den Honig auf einen neuen Level anheben wird. Ich hatte vorher wirklich Angst, es zu versuchen, aber ich habe so viel trainiert. Ich denke, ich kann es schaffen. Team, lasst uns an Crispy glauben. Tun wir es nicht, hätten wir auch diese Mission nicht annehmen müssen. Na, ich denke, du hast recht, aber wenn es verboten ist, ist es wahrscheinlich super lecker. Gehen wir es an. Okay, herrje, wir bringen dir die Zutaten. Ich habe allerdings ein echt schlechtes Gefühl dabei. Oh, ich danke euch so sehr. Ich werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich. Das da hinten ist keine scharfe Bombe, oder? Das ist eine Giftbombe. Das ist was anderes. Momentan überfragt. Ups. Aber kriegen wir irgendwann schon hin, denke ich. Hoffentlich, unter Umständen. Wer weiß das schon so genau. Du wolltest das aus dem Bienenreich, ne? Genau. Würzegebäre, Crispy, arbeiten wir jetzt dran. Kartenmeister sind wir dabei. Lave passiert so nebenbei. Ja, dann gehen wir erstmal ins Bienenkönigreich. Machen wir das erstmal in der Reihenfolge. Naja. Wenn ich schon aus Versehen dagegen knalle, dann kann ich genauso gut auch eben speichern. Dann haben wir zumindest alles, was wir gemacht haben, fertig. Hi. Du bist also zurückgekommen, wie auf einer Mission, soweit ich das beurteilen kann. Bringst uns hoch? Klar doch, steigt ein, Entdecker. Wir sind noch nicht fertig damit, über deine Probleme zu reden. Wir heben es nur für später auf. Vergiss es, ganz im Ernst, ich will nicht darüber reden. Wie? Tja. Wubbel, wubbel, wubbel. Sieh mal, wie. Selbst wenn du die anderen Bienen nicht magst, kann es nicht so schlimm sein. In der Tat, wir werden dich beschützen, wenn sie schlecht über dich sprechen. Das wird nicht wirklich passieren, weißt du? Also hänseln sie dich nicht. Nur, ein bisschen. Wie kann es sein, dass der Bienenschwamm dir gar nichts getan hat? Dass der Bienenschwamm dir gar nichts getan haben? Getan hat. Unsinn. Warum sollte sie sonst so zögerlich sein? Er hat recht. Wirklich? Der Bienenschwamm hat nichts getan. Ich war's. Wie? Was hast du getan? Meine Schwester hat mich gehänselt, okay? Sie sagte, dass das Entdecken ein Job für andere Käfer ist. Dass es zu gefährlich sei, dass ich es nicht schaffen könnte. Also wurde ich richtig wütend und sagte eine Menge gemeines Zeug zu ihr und rannte weg. Sagte meinem Boss, dass er mich mal kann. Sagte der Königin, dass sie keine Ahnung hat, wozu ich fähig bin. Wie? In dieser Geschichte bist du also der Fiesling? Irgendwie schon, aber sie haben es verdient. Das ist ja toll. Ist es das? Alles, was du tun musst, ist zu sagen, dass es dir leid tut und es wird wieder in Ordnung kommen. Niemals! Selbst wenn ich super gemein war, haben sie mich immer noch gehänselt. Ich werde mich nicht entschuldigen. Nicht einmal bei deiner Schwester? Sie ist doch Familie. Sie kann sich zuerst entschuldigen. Ich werde nicht den Schwanz einziehen, nachdem ich so eine große Szene gemacht habe. Pass auf, die Mission ist das Wichtigste, okay? Ich will nicht mehr darüber reden. Wir sind fast ganz oben. Glaub aber ja nicht, dass du aus dem Schneider bist, wie... Wollt ihr runter? Nein. Achso, kann ich dann runterspringen. Ich bin leicht wie Papier. Seid gegrüßt, Besucher. Bitte haltet still, während wir nach Verunreinigung scannen. Was? Huch, was ein Schreck. Huch, willst du damit sagen, dass wir nicht sauber sind oder so? Das ist es nicht. Also, ja, okay. Alles klar, ihr habt Freigabe zum Betreten des Stocks.
Merkt euch das für, naja, auch wieder später. Ist das normal? Hallo? Meine Güte, was für eine tolle Begrüßung. Wie? Ist das normal? Eigentlich nicht. Einen Moment, die Herrschaften. Der Scanner hat etwas Seltsames bei einem von euch festgestellt. Was? War es bei uns? Auf jeden Fall. Ist Slave okay? Nun, meine Güte, da haben wir aber eine Szene verursacht. Könnt ihr bitte mit mir kommen? Ich sehe mir das gleich mal an. Bist du sicher, dass du ihr vertrauen willst, Slave? Ja, wir haben im Moment ohnehin keine Anhaltspunkte. Wir haben also nichts zu verlieren. Gehen Sie vor, Frau Doktor. Wird Leif wieder gesund? Das ist also die Bedeutung der Messwerte. Frau Doktor, geht es Leif gut? Laut dem Test befinden sich Splitter der uralten Kristalle in ihm. Wenn ich mich nicht irre, kannst du Magie anwenden, oder? Ja, genau. Nachdem wir im Schlangenschlund erwacht waren, besaßen wir plötzlich diese Gabe. Also war das echt nicht nur eine super billige Lüge? Du hast immer noch an uns gezweifelt? Wenn man bedenkt, wie seltsam es klingt, würde ich es als gesunde Skepsis bezeichnen. Magische Kräfte sind ein häufiger Nebeneffekt, wenn dein Körper mit diesen Kristallen verbunden ist. Aber da ist noch etwas, das unser Scanner nicht identifizieren konnte. Es könnte noch etwas anderes in deinem Körper sein. Etwas anderes? Wenn ich dich für eine Weile betäuben dürfte, könnte ich es mir ansehen. Uns betäuben? Du weißt schon, eine Vollnarkose. Dann erforschen wir dein Inneres, nachdem wir dich aufgeschnitten. Was zum? Leif, warst du dazu die ganze Zeit in der Lage? Nein, es ist seltsam, aber wir waren plötzlich wie in Trance. Entschuldigung, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir sind aber nicht sehr scharf darauf, betäubt zu werden. Eine unbewusst ausgelöste Selbstverteidigungstechnik. Leif war dein Name, richtig? Denk noch einmal darüber nach. Dein Zustand ist faszinierend. Ich fange mal an, mir Sorgen zu machen. Brauchst du nicht. Uns geht es gut. Wir kommen der Wahrheit näher, obwohl noch viele Fragen offen sind. Nun, ich denke, wir lassen es für heute dabei bewenden. Verzeih, dass ich dich beunruhigt habe. Das ist schon okay, wirklich. Danke. Tja, wir werden wohl zu spät zum Treffen kommen, oder? Ah ja, das Ameisenreich hat die Materialien für den Schlüsselersatz mitgeschickt, richtig? Ich habe gehört, dass sich vier weitere Entdecker im Bienenstock rumtreiben. Könntet ihr sie vor dem Thronsaal versammeln? Ich treffe euch dann dort, nachdem ich ein paar Dinge erledigt habe. Crow? Sie haben mich gerufen, Frau Doktor? Sammle die Daten zusammen, wir haben noch zu tun. Ah, ja, Frau Doktor. Ein Streifzug durch den Bienenstock, wirklich toll. Was soll daran so schlimm sein? Wir würden diesen Ort gerne näher kennenlernen. Leif kann jetzt den einfachen Luftblasenschild im Kampf einsetzen. Hey, was ist das? Ah, ein Abzeichen von Dr. HB ermöglicht der Gruppe, die KP des Gegners ohne Spähen zu sehen, und Spähen kostet keine Runde. Wahnsinn, diese Abzeichen sehen cool aus. Schnappen wir es uns. Nein, lasst uns sehen, ob wir HB irgendwie überzeugen können, sie uns zu überlassen. Was ist das hier? Detektor. Aha, Pieps, wenn Sachen in der Nähe sind. Ihr seid Kartenspieler. Ja, kennst du irgendwelche Kartenmeister? Nun, ich bin ein bisschen beschäftigt. Ich kann euch später helfen, sie zu finden. Warum sagst du das dann und lässt meine Hoffnung. What the? Ungültiger Benutzer, Zugriff verweigert. Jesus. Ich benötige noch etwas Zeit, um die Daten zu verarbeiten. Ah. Also noch kann ich sie nicht dazu zwingen, mit Gewalt meine Abzeichenkollektion zu vergrößern. Hallo zusammen, willkommen im Labor von Frau Dr. HB. Eure beste Anlaufstelle für alle Arten von verrückten Gerätschaften. Aha. Das war so langweilig in letzter Zeit. Ich wünsche, es gibt wenigstens etwas Klatsch und Tratsch. Dieser Ball ist wirklich süß, oder? Ich sehe damit genau wie Motive aus. Dieser Ball? Achso, dieser Ball am Kopf. Okay. Wenn du diesen Weg weitergehst, gelangst du in die Wohngebiete auf dem Balkon. Und auf dem Balkon, nehme ich an. Sollte da gestanden haben und ich habe es nur wieder falsch gelesen, aber ist egal. Woo! Leif, es ist schön, dich wiederzusehen. Deine Leistung war sehr beachtlich.
Es wäre teuer, dich nächstes Jahr auf dem Fest wieder dabei zu haben. Du kannst auf uns zählen. Ach, ich wollte gerade sagen, woher kennst du die? Nur Bienen dürfen diese Schelle passieren. Kannst du uns dann reinschmuggeln wie? Nee. Nee. Hallo, so trifft man sich wieder. Ist das Bienenreich nicht einfach fantastisch? Hm, findest du? Die Luft ist sauber und die Leute sind nett. Man hat eine tolle Aussicht und es gibt gutes Essen. Denkst du, du wirst hier bleiben? Nein, ich glaube nicht. Ich möchte sehen, was die Welt sonst noch so zu bieten hat. Mögen wir uns wiedersehen, Entdecker. Mögen wir uns in der Tat wiedersehen. Schau, die goldene Siedlung. Ich kann das Fest nächstes Jahr kaum erwarten. Man kann sehen, wo wir früh übernachtet haben. Ach ja, die gute alte Zeit. Damals. Und ja, etwas, was ich immer richtig nice fand, ne? Dass die Wüste im Endeffekt... Es ist halt ein Sandkasten, ne? Weil da ist irgendwie ein Häuschen oder sowas. Wo aus irgendeinem Grund Wasser rauskommt. Vielleicht auch Abwasser. Cola-Dosen, ne? Das da müsste die Metallinsel sein. Da unten haben wir die goldene Siedlung. Glaube ich, müsste das sein. Irgendwas da richtig schön verschmutzt. Also, ist ein schöner kleiner Einblick in die ganze Welt, ne? Keine Ahnung mehr, was das da war. Ich habe keine Ahnung, wo hier in dem ganzen Zusammenhang... Ich glaube, das hier ist das Ameisenkönigreich. Genau, das ist das Ameisenkönigreich. Dann geht man hier rum, kommt da hin, musst du hier hin. Dann ist das da unten Trotzwurzel. Ist schon schön. Das Bienenreich war so großzügig, mich meine Forschung hier durchführen zu lassen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, anderen meinen Elioskop zur Verfügung zu stellen. Ja. Haben wir genutzt. Hey, Team Schlangenschlund! Nochmals vielen Dank, wir schulden euch was für vorhin in der Wüste. Nicht der Rede wert, ihr würdet dasselbe für uns tun. Sie würden es zumindest versuchen. Wir werden es wieder gut machen, ihr werdet schon sehen. Hey, wie? Du bist ziemlich still. Ach, tut mir leid, ich denke nur nach. Der Bienenstock ist super cool. Wir müssen mal zusammen herkommen, wenn wir nicht im Dienst sind. Alle sind wirklich nett und sie lassen uns umsonst aus dem Brunnen trinken. Ja, freut mich, dass es euch gefällt. Denkt ihr an die Besprechung? Mist, hatten wir ganz vergessen. Wir sehen uns dort, Team Schlangenschlund. Aus dem Brunnen trinken? Naja, wenigstens haben sie Spaß. Wie? Was? Wenn es wegen vorhin ist, lass es sein. Ich will nicht darüber reden. Jetzt hör mal zu, wie. Es ist echt ernst. Du bist wütend über unbedeutende Kleinigkeiten. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ist das dein Ernst? Das ist es, was du mir sagen wolltest? Wir sind noch nicht fertig. Es kann morgen etwas passieren oder sogar heute. Und dann wirst du dich nicht mehr entschuldigen können. Leif. Wärst du nicht glücklicher, wenn du die Dinge in Ordnung bringen würdest, anstatt so stur zu sein? Wie, Leif hat recht. Wir wissen nie, was passieren kann. Freunde sind so wertvoll, dass man sie nicht wegen einer Kleinigkeit einfach verlieren sollte. Aber was ist, wenn sie mir nicht verzeiht? Ich war wirklich gemein. Wenn du es wirklich ernst meinst, wird sie dir verzeihen. Ihr seid schließlich Schwestern. Na gut, ich werde es versuchen. Du bist reifer, als wir erwartet haben. Halt die Klappe! Wir sind jetzt auf einer Mission, aber wenn wir Zeit haben, werde ich mich zu entschuldigen versuchen, okay? Seid ihr jetzt glücklich? Versprichst du es? Ich werde es tun. Ich muss es nicht versprechen, als wäre ich ein Kind. In Ordnung, wie. Wir glauben dir. Wir hoffen, dass es gut geht. Das Leben ist zu kurz für blöde Streitereien. Jetzt fühle ich mich wirklich platt. Lass uns die anderen Entdecker suchen, okay? Okay, Entdecker suchen. Hui. Ist das der Brunnen, aus dem die umsonst trinken durften? Warum darf ich nicht trinken? Hey, wie gefällt euch unser wunderbarer Bienenstock? Nehmt etwas Honig, er geht auf mich. Dankeschön, das werden wir nicht vergessen. So freundlich. Ja, danke. Also, sie hat, glaube ich, meine Gruppenpunkte geheilt. Kann das sein? Was ist das? Was ist das? Meine Güte, ich war ja immer etwas unscheinbar, aber Kleider können wahre Wunder bewirken, nicht wahr? Was da? Ah, da ist Motiva. Immer mit der Ruhe, es ist genug Motiva für alle da. Bach, wie kann man einerseits so beliebt und andererseits so ein Miststück sein? Für Publikum ist Unwissenheit wahrlich ein Segen. Motiva? Ah, noch mehr Fans? Was macht ihr Trottel denn hier?
Tut mir leid, die Show ist vorbei. Ich hoffe, wir werden uns auf uns. Werdet mich auf meiner nächsten Tour begleiten. Ah. Danke, dass ihr eine perfekte Promo ruiniert habt, ihr Trottel. Wir haben überhaupt nichts gemacht und du bist der Trottel. Eure bloße Anwesenheit versaut mir die Stimmung, das merkt man ja wohl. Du kannst dir ja etwas von unserer klauen, wenn wir gerade nicht hinsehen. Du Mieser! Genug, wir sind nicht hier, um mit dir zu kämpfen. Wir haben eine Mission, können wir nicht kooperieren? Wir brauchen nicht den ganzen Ruhm für uns allein zu beanspruchen. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir alle Anerkennung erhalten. Wie naiv, was nützt einem der Ruhm, wenn man ihn mit Typen wie euch teilen muss? Schau, geh einfach zu der dämlichen Besprechung, wir regeln das später. Ich werde gehen, aber nicht wegen deines Gekläffs. Seht zu, dass ihr mich nicht zu lange warten lasst. Und bringt Zesp dazu auch zu kommen, okay? Ich habe keine Lust mehr nach ihm zu suchen. Nachdem ich euch drei getroffen habe, steht er nicht da? Da rechts? So ein Miststück, ich verstehe wirklich nicht, warum das niemand erkennen kann. Es ist eine Schande, dass ihre Niederlage sie kein bisschen Demut gelehrt hat. Wir müssen auf der Hut sein, wir wissen nicht, was sie im Schilde führt. Ja, das steht genau da. Willkommen, willkommen. Ihr habt ein Auge auf diese Souvenirmütze geworfen. Das perfekte Geschenk für alle Bienenreichliebhaber. Und diese ist auch noch im Angebot. Nur 40 Beeren. Fuck. Naja, gut. Wissen wir Bescheid. Das hat mir gerade noch gefehlt. Team Schlangenschlund. Du hast vielleicht Nerven, einfach so in den Bienenstock zu spazieren? Pah, halt einfach die Klappe. Ich bin ja als Entdecker genau wie ihr. Du bist wohl gekommen, um noch mehr rumzustehen, oder? Falls du eine Entschuldigung erwartest, Pech, du wirst keine bekommen. Also bist du auch noch stolz auf deine Missetaten? Ich handle nicht aus Stolz. Ich setze mich lediglich voll und ganz dafür ein, dass Mothiva bis ganz nach oben aufsteigt. Wir haben meine Gelegenheit wahrgenommen und sie genutzt. Es hat nicht geklappt, aber das ist nicht das Ende der Welt. Wie ihr gesehen habt, verehren die Käfer sie auch ohne das Artefakt immer noch. Jemanden, der so selbstsüchtig und arrogant ist, respektiert niemand. Keiner würde sie mehr feiern, wenn die Leute die Wahrheit wüssten. Wie? Wir werden nicht anfangen, andere Käfer schlecht zu reden. Das würde sowieso nichts bringen. Wem würden die Leute eher glauben? Ein paar stümperhaften Dorftrotteln oder einer großen Mothiva? Hör zu, uns ist es egal. Kannst du dich bitte einfach zur Besprechung begeben? Kann ich machen. Geschäft ist letztlich Geschäft. Ich habe kein Interesse an sinnlosen Diskussionen mit euch drei. Ja, geh einfach. Mothiva wartet sicher schon. Wir sehen uns dort. Oh Mann. Okay, das sollten alle sein. Lasst uns zum Treffen gehen. Mothiva. Wer ist da? Ah, du bist es. Hat dir der ADBP genützt? Er ist fantastisch. Er hat uns wirklich sehr geholfen. Ja, natürlich. Meine Werkzeuge sind die besten, die es gibt. Wir scheinen deinen Namen vergessen zu haben. Ah, richtig. Ich bin Professorin Honeycomb. Die berühmte Wissenschaftlerin des Bienenreichs. Oder zumindest war ich es, bis diese Frau Dr. HB meinen Platz eingenommen hat. Die Kreation von HB nutzen alle eine seltsame Technologie, die sie beim Studium der alten Kakerlakenkultur entdeckt hat, versteht ihr? Widerlich. Ich benutze zwar auch antike Kristalle, aber die Kakerlaken haben sie nicht erschaffen. Ich würde niemals fremde Technologie verwenden. Ich werde den perfekten ADBP dank meines eigenen überlegenen Intellekts erschaffen. Was? Der Bienenrang ist noch nicht gut genug? Deiner ist nichts Besonderes. Er ist nur einer von vielen in der ADBP Mark II Serie. Wenn ich die Mark III Serie fertig habe, wird er gegen diese wie ein Kinderspielzeug aussehen. Was? Kannst du meinen nicht einfach nochmal aufrüsten? Ich würde es in Betracht ziehen, wenn auch nur wegen der Daten, die du mir gesammelt hast. Wenn ich die Kristallenergie in den Prototyp einspeise, könnte der ADBP ewig rotieren und unendlich viel Energie erzeugen. Also ein Perpetuum mobile? Nice. So funktioniert Physik wirklich nicht. Und dann würde ich meine Position als führende Wissenschaftlerin des Bienenreichs zurückerobern. Was ist dein edles Ziel? Sollen wir dir dabei helfen im Namen der Wissenschaft? Kostenloses Upgrade! Vielleicht später, aber fürs Erste verschwindet. Ihr steht meiner Forschung im Weg. Ist ja schon gut, wir kommen später wieder. Ja, das sind... Also, das sind wirklich eine Menge Bienenrangs. Oder ADBPs. Dieser Weg führt zur Honigfabrik. Da geht später weiter. Ja, wie schneidig. Entdecker sind sowas von interessant.
danke, danke. John, was ist das? Jones? 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 Kunst ist hübsch, aber ist Kunst nur dazu da, um hübsch zu sein? Ich finde, wir sollten auch unsere innere Hässlichkeit erforschen. Viel Glück dabei, jemanden dazu zu bringen, dieses Porträt zu kaufen. Warte wenigstens, bis es fertig gemalt hat, bevor du darüber urteilst. Ja, schwierig, ne? Schwierig. Bin in der Mittagspause. Okay. So, Besprechung ahoi. Es scheint, dass nur noch China fehlt. Ah, nee, sie hat uns die Teile mitgegeben. Wir sind also startklar. Sie hat die falschen Prioritäten, das ist ihr Problem. Nun, wenn dann nun alle Entdecker da sind, öffnen wir den Thronsaal. Zeigt euch von eurer besten Seite, denn selbst ein Blick auf unsere Königin ist ein Privileg. Aber natürlich, Frau Wache, wir verehren die Königin und würden nicht im Traum daran denken, sie zu verärgern. Wer bist du und was hast du mit Mothiva gemacht? Seid still und geht rein. Ich glaube, die Ameisen sind gerade durch die Wand gelaufen, aber das hat man nicht mehr so ganz gesehen, weil es dann zu langsam ausgeblendet wurde. Meine Königin, die Entdecker des Ameisenreichs sind hier, die Frau Doktor ebenfalls. Oh, sind sie nicht bezaubernd? Herzlich willkommen. Ich hoffe, der Bienenstock hat euch große Gastfreundschaft und Freundlichkeit zuteil werden lassen. Ja, wir sind dankbar, König. Oh, hochverehrte Königin, eure Worte erfüllen unser Herz mit Demut. Wir sind wahrlich gesegnet, in eurer Gegenwart sein zu dürfen. Mathe war. Trag mich so dick auf, halt die Klappe. Sehr schön. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Wie bist du das? Du hast dich so herrlich zu einer vortrefflichen Biene entwickelt. Wir haben von deinen Heldentaten gehört. Du hast mir die Tage mit angenehmen Überraschungen bereitet. Das ist großartig, wie. Danke, Königin. Der Bienenstock ist wunderbar. Ich wünschte, ich wäre eine Biene. So, so. Wir haben... Alle haben unseren Platz in dieser Welt. Diese Königin ist so anders, wenn auch unsere sich nur eine Scheibe von ihr abschneiden könnte. Aber genug der Höflichkeiten. Wenn es euch nichts ausmacht, lasst uns zur Sache kommen. HB? Ja, meine Königin. Wie wir alle wissen, hat die anmutige Ameisenkönigin eine dringende Bitte an unsere Art gerichtet. Der Maschinenkern der Honigfabrik, dem wir diesem großartigen Königreich verdanken, hat sich als Artefakt herausgestellt. Unter normalen Umständen würden wir sogar der Königin ihre Bitte verweigern. Sie hat uns jedoch alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, um einen neuen Kern zu bauen. Richtig, China sollte die Teile bereits an die Fabrik geliefert haben. Ja, ich bin dorthin gegangen und habe eine schnelle Inspektion durchgeführt. Mit meinem unglaublichen Intellekt kann ich schnell einen passenden Ersatz schaffen. Alles dank der hochwertigen Qualitäten dieser Materialien. Die Sache scheint unkomplizierter zu sein als gedacht, nicht wahr? Es scheint so, als ob wir auf zu viele Formalitäten bestanden haben. Aber nein, Eure Majestät, es gibt keine Bedingung, mit der wir nicht d'accord gehen würden. D'accord? Nun, wenn du deine Worte ernst meinst, würde mich das sehr erfreuen. Denn ich möchte euch einladen, die Frau Doktor in die Honigfabrik zu begleiten und diesem bedeutenden Austausch beizuwohnen. Ihr seid dazu nicht verpflichtet, aber es würde unser Herz mit Freude erfüllen, wenn ihr es tätet. Ja! Aber sicher doch, wir würden gerne noch mehr vom Königreich sehen. Ja, zu sehen, wie Honig produziert wird, klingt köstlich. Leif, du darfst nichts davon essen. Oh. Danke, wir gehen dann mal. Wie? Königin? Im Gegensatz zu dem, was ich erwartet habe, scheint es, dass die Welt da draußen dir äußerst gut getan hat. Du siehst so erwachsen aus. Deinem Team gebührt mein Dank. Gern geschehen, Königin. Ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ich bin doch dieselbe wie. Eine Mutter weiß so etwas am besten. Vielleicht hast du es nur noch nicht selbst bemerkt. Nun, wollen wir gehen? Die Königin spricht, halt die Klappe. Kein Grund, so unhöflich zu sein, meine liebe Wächterin. In der Tat steht es euch frei, in die Fabrik zu gehen. Sie liegt westlich des Eingangs zu meinem Thron. Wie, bitte pass auf alle auf, während ihr die Fabrik besichtigt. Auch wenn ich mir sicher bin, dass es keine Schwierigkeiten geben wird. Ja, das werde ich. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Wegtreten. Ja, lass uns gehen, Zesp. Das wird auch Zeit. Nun gut, Teams, ich muss noch ein paar Werkzeuge abholen. Wir treffen uns dann in der Fabrik.
Lasst euch nicht vom Wind von der Brücke wehen. Da ist Wind, der mich von der Brücke wehen könnte. What? Wie, du hast die Bienen so gemein dargestellt, dabei habt ihr so eine anmutige Königin. Selbst wir sind von ihren Worten überwältigt. Sehen an uns an Alicent. Ich war auf alles sauer, okay? Trotzdem hättest du sie nicht schlecht machen dürfen. Na gut, es tut mir leid, okay? Und ich werde Sachen in Ordnung bringen. Langsam. Können wir vorher einfach aber die Mission zu Ende bringen? Na gut, auf geht's, Team. Aha, aber erstmal raube ich den Thronsaal aus, setze mich auf den Thron. Bin der Thron. Ich weiß gar nicht, ob sie noch als Dingens zählt. Als Logbucheintrag? Ne. Na gut. Dass sie mich mit meiner Waffe, meinen Horn da überhaupt reinlassen, ne? So. Ich denke, ich werde vorher aber noch. Kann ich immer noch nicht, wa? Nein, okay. Ich werde vorher einmal zum Ameisenkönigreich zurückgehen, mir 40 Dingens holen und euch dann beim nächsten Part treffen, wenn wir das Souvenir abgeben gehen. So, jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Wo ist denn eigentlich der Ausgang? Ist das tatsächlich der hier? Das ist das Wohngebiet, da ist die komische Dingenskirchens. Ja, ne? Dann ist. Das ist wohl, ja, dann muss es tatsächlich hier draußen eigentlich so sein, ja, logisch. Anyway, so machen wir es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tödelö. Oder schön mit Öl. Und auch beim nächsten Mal kämpft sich unsere Insektentruppe durch Bulgaria. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze und abonniert den Kanal für deutlich mehr Videos. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in einem neuen Video wieder.